Bankenbranche steht derzeit vor großen Herausforderungen, denn Technologien und auch das Kundenverhalten ändern sich rasant. Wie die Bank denn der Zukunft aussieht, darüber spreche ich heute mit Herrn Dr. Starnecker. Er ist Vorstandssprecher der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu. Sie ist die größte Genossenschaftsbank in Bayerisch-Schwaben mit über 500 Mitarbeitern und 40 Geschäftsstellen in der Region. Hallo Herr Dr. Starnecker, schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, Frau Merkel. Freut mich, dass Sie mich eingeladen haben. Herzlichen Dank. Gerne. Sie können nun auf fast 40 Jahre Erfahrung in der Bankbranche zurückblicken. Da haben Sie sicherlich einige Veränderungen miterlebt und auch mitgestaltet. Vor welchen Herausforderungen steht denn eine regionale Bank wie die VR-Bank derzeit und wie reagieren Sie darauf? Ja, da gibt es doch einige Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Zum einen ist es ja so, dass wir für Kunden aller Couleur zur Verfügung stehen. Wir sind als regionale Bank so aufgestellt, dass wir für alle Menschen in der Region da sein wollen und den Kunden weiterhelfen wollen. Und wir stellen jetzt einen Trend fest, dass die Kunden heterogener unterwegs sind. Das heißt, wir haben Kunden, die stärker das Online nutzen, den Online-Einkauf nutzen, neue Medien nutzen und wir haben Kunden, die auch ganz traditionell sich verhalten. Dass es immer mehr Kunden werden, die online auf uns zukommen, stellen wir täglich fest. Wir stellen auch fest, dass natürlich unsere SB-Geräte stärker genutzt werden und deshalb wir auch hier immer modern und ja, auf neue Herausforderungen reagieren wollen. Das sind die Themen, die uns sehr stark beschäftigen. Viele nutzen aber ja jetzt hauptsächlich Online-Banking. Halten Sie da trotzdem an Ihrem Filialnetz fest? Ich denke und bin der Überzeugung, dass uns beide stark macht. Zum einen unsere technischen Fähigkeiten, die wir auch gut entwickelt haben. Natürlich gibt es so Nischen, in die an Fintechs mal kurz reingehen und wir brauchen dann ein bisschen Zeit, um da nachzuholen. Aber in vielen Dingen sind wir, denke ich, so gut unterwegs, dass wir hier Parole bieten können. Die große Stärke der Genossenschaftsbanken ist ihr regionaler Auftritt, die Kenntnis der regionalen Märkte und auch die Besonderheiten der Menschen vor Ort. Und das persönliche Gespräch. Wir bilden ja unsere Mitarbeiter aus, dass sie für jeden die passende Lösung finden und dann mit dem Kunden besprechen und anbieten. Und diese Stärke, die wir haben, das uns auszeichnet. Deswegen darf ich vielleicht auch heute hier sitzen, als regionaler Vorstand einer Bank. Die Stärke müssen wir noch weiter ausbauen. Und ich bin der festen Überzeugung, dazu gehört auch natürlich dann die Geschäftsstelle. Nicht mehr in der Anzahl, wie wir sie haben, denn Mobilität ist ja auch ein Trend unserer Zeit, auch wenn ich wieder 40 Jahre zurückblicke. In meiner Jugend war es noch unheimlich schwierig, von einem Dorf ins andere zu kommen. Das ist heute für viele ein Katzensprung. Und so werden auch unsere Kunden, glaube ich, gerne mal in einen zentraleren Ort zur Beratung fahren. Aber dort wird er uns weiterfinden und wird uns weiter auch in Geschäftsstellen finden. Also wird Ihr Konzept auch in Zukunft aufgehen und Sie steigen jetzt nicht auf komplett Online-Banking um? Ich bin überzeugt, dass das Konzept, das wir jetzt fahren und weiterentwickeln, wir sagen, dass es ein Stück hybrider wird. Also es werden Kunden da sein, die sagen, Mensch, ich will gar nicht mehr fahren. Den können wir aber tatsächlich auch eine Beratung also online oder über Video anbieten. Wir haben die Möglichkeit, ja unsere Serviceleistungen über unsere Servicestellen, unseren Videoservice anzubieten, wo der Kunde alles bekommt, was er normal am Schalter ja auch von uns abverlangt. Und wir werden, denke ich, weiterhin unser Wissen, das wir haben über die Region, über das, was vor Ort passiert, gut in unsere Gespräche mit einsetzen und einbauen können. Mit welchen Themen werden Sie sich denn künftig dann am meisten beschäftigen? Online-Banking? Online-Banking kann jeder, genau so wie wir es auch sehr gut können.
Aktuell beschäftigt uns aber tatsächlich Online-Banking, weil wir eine neue Banking-App, also unsere Rechenzentrale, entwickelt hat und die jetzt in den Markt gespielt wird. Unser Online-Auftritt wird aktualisiert und den notwendigen Sicherheitsbedürfnissen der Menschen, aber auch der Bequemlichkeit unserer Kunden angepasst. Also es wird etwas einfacher werden. Hier sind wir auf Stand und entwickeln uns weiter. Auf der anderen Seite schulen wir unsere Mitarbeiter, damit sie mit den Fragestellungen, die die Kunden haben, eben entsprechend antworten können. Also ich denke, das sind zwei Schwerpunkte. Ein weiterer Schwerpunkt, der dazukommt, ist das Thema, ich sage lieber ESG, kurz gesprochen Nachhaltigkeit. Wir sind ja als Genossenschaftsbank eigentlich per se schon nachhaltig. Wenn Sie schauen, unsere Bank gibt es seit 150 Jahren. Und wenn ich mit unseren Mitgliedern spreche, dann sagen die oft, Herr Stanecker, Sie müssen aus der Bank nicht den letzten Cent Gewinn erwirtschaften. Uns ist die Kontinuität, ein kontinuierliches Wachstum, eine Sicherheit, dass der Mitarbeiter vor Ort eine gewisse Zeit da bleibt, dass meine Ansprechpartner erhalten bleiben, auch dass Sie persönlich im Vorstand eine gewisse Kontinuität darstellen. Das ist unseren Kunden ganz, ganz wichtig und auch unseren Eigentümern, den Mitgliedern wichtig. Oder wenn ich an das Thema Diversität nenne, wir haben schon immer so halb-halb Männer und Frauen in der Bank. Also wir sind keine Domäne eines Geschlechts. Wir haben ganz verschiedene Kunden, wie ich anfangs ausgeführt habe. Wir sind ganz breit in der Bevölkerung vertreten. Also wir sind per se nachhaltig und haben ein nachhaltiges Geschäftsmodell die letzten 150 Jahre gepflegt und weiterentwickelt. Jetzt würde mich noch interessieren, was begeistert Sie denn persönlich an Ihrer Arbeit? An meiner Arbeit begeistert mich am meisten die Arbeit mit Menschen. Ich darf da zurückblicken. Meine Mutter hat mir empfohlen, egal was du machst, du musst irgendwas tun, wo du mit Menschen zu tun hast. Und ich glaube, das ist das Schöne an meinem, an unserem Beruf als Bankkaufmann, neben der Ehrbarkeit, die uns echt auszeichnet, gerade uns als Mitarbeiter einer Volksraiffeisenbank, ist es der Umgang mit Menschen. Der ist manchmal zehrend, auch manchmal muss man gute Nerven besitzen, aber es macht doch immer Spaß, so wie jetzt Ihr Lächeln zu sehen im Gespräch oder ein Dankeschön von den Kunden zu bekommen oder ein Lob, wenn wir es gut gemacht haben. Auf der anderen Seite aber auch unsere Mission, wenn ich mit unseren jungen Menschen spreche, mit den Auszubildenden, sage ich, warum seid ihr denn bei uns in der Bank? Und dann sagen die, ja, weil wir anderen helfen können. Und diese Hilfestellung anderen zu geben, dort wo die Kunden eben nicht mehr weiter wissen, das macht Freude und das gibt mir persönlich sehr, sehr viel Befriedigung. Dann vielen Dank für die spannenden Einblicke und schön, dass Sie da waren. Danke Ihnen, Frau Merkel. Hoffentlich bis bald mal wieder. Hoffentlich.